Eine überwältigende Mehrheit der Tunesier ist der von Präsident Kais Saied gewollten Parlamentswahl ferngeblieben. Die Beteiligung lag nach Boykottaufrufen der Oppositionsparteien bei nur etwa 8,8%. Das ist die niedrigste Wahlbeteiligung seit der friedlichen und prodemokratischen Revolution des Jahres 2011 in Tunesien. Diese hatte den sogenannten Arabischen Frühling eingeläutet, aus dem Tunesien als einziges arabisches Land als Demokratie hervorgegangen war. Eine geringe Beteiligung an der Parlamentswahl war erwartet worden, denn die Volksvertretung hat seit einer Verfassungsreform, die von Präsident Saied in einem umstrittenen Referendum durchgesetzt wurde, kaum noch Befugnisse. Das neue Parlament kann infolge der Verfassungsreform den Präsidenten nicht mehr absetzen. Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung ist praktisch unmöglich geworden. Kritiker befürchten, die Verfassungsreform könnte das Land zurück zu einem autoritären Regierungssystem führen. Die Opposition forderte Saieds Rücktritt.